Also ich bin gefragt worden, ob ein Katholik eine Zigarre rauchen darf. Und da habe ich gedacht an den heiligen Augustinus, der hat gesagt, liebe und tu, was du willst. Und warum soll man, wenn man es genießt, also ich gebe zu, nachher ist mir manchmal ein bisschen übel, das ist vielleicht nicht so gut, aber sehr oft auch nicht. Und eigentlich genieße ich das. Wir sitzen jetzt hier gemütlich auf einem Balkon in der Abendsonne und wir haben gesagt, warum rauchen wir nicht eine Zigarre? Und jetzt genießen wir das. Und das ist gar nicht unkatholisch, etwas zu genießen. Denn der liebe Gott hat uns das Leben und alles, was wir genießen können, geschenkt. Und solange das in Maßen genossen wird und nicht zum Schaden für uns selber oder zum Schaden von anderen wird, dann dürfen wir das auch. Dann dürfen wir das eben auch genießen. Und so eben auch eine gute Zigarre oder ein gutes Glas Wein. Warum denn nicht? Das Leben ist schön. Es ist ein Geschenk. Und wir dürfen es in Fülle genießen und uns darüber freuen und mit dieser Freude auch nach außen strahlen, auch die Freude an unserem Glauben und damit auch vielleicht andere anstecken. Also, ob ihr Zigarre raucht oder nicht, ist nicht so relevant, aber für den Fall, dass ihr gerne eine Zigarre rauchen wollt, dann ohne schlechtes Gewissen. Prost!